Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Dishonored, Death of the Outsider. Ja, wir sind hier vom Kaiserlichen Konservatorium. Ja, wie man sieht, waren wir hier schon fleißig. Wir schnarchen schon ein paar. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen umgesehen, sag ich jetzt mal. Waren wir hier oben drin? Ja, von da oben sind wir ja gekommen, genau. Und wir haben aber auch ein bisschen gelitten, wie man sieht. Da werden wir uns mal ein bisschen umsehen. Ihr haben wir ja geholfen. Der arme Lonnie, der liegt da hinten irgendwo. Hat ihr versucht, einen Ring zu holen? Ja, beim Versuch ist es geblieben. Tut mir leid. So, dann gucken wir mal. Ach ja, wir können jetzt die Artefakte angucken, oder? Heute hole ich mir für meinen Lohn eine Flasche Whisky. Und wow. Versuch mein Glück beim Würfeln. Super. Freut mich. So. Ich muss ein bisschen aufpassen, da oben steht einer. Oh, ja. Mal kurz vorbereiten. So. Dies ist die vollständige Liste der ketzerischen Gegenstände, die im Monat des Regens 1852 einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen werden. Werden noch untersucht: Papiere, Silbergraphien, Notizen und Briefe aus dem Büro der Kuratorin. Hinweis: Der Verwahrungsort dieser neuen Dokumente wurde dem Orden des Orakels in einer Vision enthüllt. Die Sammlung wurde von Schwester Roswin beschlagnahmt. Sie wird sie persönlich auf mögliche ketzerische Inhalte untersuchen und ihre Erkenntnisse direkt an den reisenden Vizeaufseher Cardossa weiterleiten. Aha. Ketzerische Vorrichtungen, Linsen, entweihte Särge, Drähte und Geräte, Hinweise werden zerlegt und an den Orden gesendet, sobald die Untersuchung durch die Schwestern abgeschlossen ist. Verbrannt oder an den Orden gesendet. 43 Kisten Bücher mit arkanen Rezepten, ketzerischen Studien, Zaubersprüchen, Ritualanweisungen, lästerlichen Geschichten. Verbrannt. Fläschchen unbekannten Inhalts, Salben, Kräuter. An den Orden gesendet, die Wurzeln. Aha. Ach so, verbrannt. An den Orden gesendet. Menschenhaar und Körperteile verbrannt. Umhängetücher verbrannt. Ein Altar verbrannt. Ui. Eine Kinderpuppe verbrannt. Runen und Amulette ist klar an den Orden gesendet. Notizen und persönliche Tagebücher natürlich. Wahrsagespiel verbrannt. Eine Kiste unterschiedlicher Geräte zur Selbstbefriedigung verbrannt. Drei Sätze Zähne und Fingernägel von Kindern verbrannt. Eschenbaum von der Terrasse über dem Wurzelwerk gefällt. Verbrannt und vier Kisten Kerzen, okay. Schwester Roswin verwahrt Dokumente im Büro der Kuratorin. Die muss ich finden. So, was steht jetzt hier an? Verbrennt alle Kerzen im alten Büro der Kuratorin. Wir haben also ein neues Zwischenziel. Nee, wir haben Hauptziel sogar. Und wir müssen zum Schwarzmarkt. Wir müssen uns noch ein paar Missionen holen. Der ist da hinten. Ich hoffe mal, wir kommen da einigermaßen unbemerkt hin. Wir haben ja hier den ganzen Weg eigentlich freigeräumt. Das heißt, die beiden da oben dürften eigentlich gar kein Problem mehr für uns sein. So, da schläft nämlich der andere da oben. Aber da hinten kommen wir nicht hin, ne? Nee. Und okay. Irgendwo hier hinten ist der Schwarzmarkt. Und da ist noch eine Wache. Warte mal, hier ist wieder... So, wir gehen mal hier rein, ne? Die Straßen sind gesperrt auf Befehl des Ordens. Ja. So, das sollte hier einigermaßen Hui. Lecker. Heilung. Heilung ist gut. Ah, endlich habe ich wieder ein Quicksave. Ich spiele hier parallel gerade Star Trek Voyager und da hat man kein Quicksave. Da muss ich immer umständlich durch die Menüs mich hangeln.
So, haben wir hier noch irgendwas? Nicht? So, ist hier noch irgendwas? Hallo? Carcoffini. Mhm. Muss ich mich hier durchschlagen? Ach, hier ist es. Wie kommt man sonst hier hin? Ich habe mich aber erschreckt. Ist Ach. Lange her, dass jemand durch diese Tür gekommen ist. Tja, kannst mal sehen. Hier gibt's was. Huch, was war das? Oh, Windows und deine komischen Updates. Echt, ey. Ich hoffe, es geht noch alles. Eigentlich sieht irgendwie ein bisschen schwierig gerade aus, kann es sein? Würdest du hart verhandeln. Ja, ja. Da muss ich aufpassen. Warte mal kurz. Irgendwie habe ich das Gefühl, wartet mal, ich muss mal kurz, ich hoffe, es geht. Bitte. Bitte geh, Spiel. Ich glaube, es ist besser, ne? Ich glaube, ja. Wenn nicht, in der nächsten Folge habe ich es hoffentlich wieder im Griff. Also, ich schaue mir das im Video an, aber ich glaube, zumindest was das Vorschaubildchen sagt, sollte das eigentlich passen. Hoffentlich mal. Gut, Ich muss mal irgendwie Windows dazu kriegen, dass er keine Update-Vorschläge und so ein Kram macht. So, wir wollten das hier. Das sind die drei Aufgaben, okay? Mal kurz gucken. Alvaro und der Orden. Ich hege den Verdacht, dass der Jedermannsorden Verbrechen im kaiserlichen Konservatorium begeht, okay? Wer ihn so liebt wie ich, möge alle blinden Schwestern und Aufseher bis auf Bruder Cardossa töten. Setzen Sie ihn in seiner Musikstühle, ich kümmere mich persönlich um ihn. Aha. Was haben wir hier? Schwester Rosewind zeichnet ihre prophetischen Visionen in allen Einzelheiten auf. Gerüchten zufolge kennt sie jedes Geheimnis auf den Inseln. Mord, Verrat, Liebesaffären. Ich übergebe alle meine Knochenartefakte an die Person, der es gelingt, in das kaiserliche Konservatorium einzudringen und Rosewinds Buch zu entwenden. Das probieren wir einfach, ne? Guck mal, das haben wir schon erledigt. Eine riskante Wette. Dank dieser elenden Quarantäne des Ordens musste ich letzte Nacht aus meiner Wohnung. In der Hast habe ich ein kostbares Relikt zurückgelassen. Aber es hat wohl niemand gefunden, da es sicher verwahrt ist. Das war in dem Safe, das haben wir geklaut. Ach super, da haben wir eine Belohnung schon bekommen. Sehr schön. Gut, das heißt, wir haben noch die Aufgaben hier. Wir markieren die uns mal an. Oder? Ich glaube, die brauchen wir nicht markieren, aber wir haben sie jetzt zumindest und wissen, dass es die gibt. So, hallo. Was haben wir denn an Geld? Erstmal gucken wir in die Verbesserungsliste. Ist jemand ganz verwegen. Ja, guck mal. Wir können nochmal drei die haben wir schon. Verdammt. Nicht mehr viele Kunden aus diesem Bezirk. Ich verstehe. Hoffentlich ist die Quarantäne bald aufgehoben. Das sollten wir hier nehmen, ne? Auf jeden Fall. Jawohl. Was ist das? Warte, ich wollte erstmal... Verbesserte Optik. Das haben wir bisher irgendwie nicht so richtig benutzt, ne? So, was haben wir hier? Aufgeladener Schuss. Habe ich bisher auch nur... Die können wir dann kaufen. Erhöht den Schaden. Den nehmen wir mal mit. Schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. Improvisierter Bolzen haben wir schon. Ich glaube, das mit dem Schwarzmarkt lassen wir noch. Erhöhter Radius, das nehmen wir mal. Ob es wirklich so gut ist, das müssen wir dann mal sehen. So, was haben wir hier an Ausrüstung? Das brauchen wir nicht. Ich würde gern... Hier, Kabelwerkzeug. Da nehmen wir mal drei mit. Weil... Aha, okay. Geheimgang der Schmuggler. Okay. Was auch immer wir da gekauft haben gerade. Was haben wir denn jetzt hier? Schmuggler waren früher in der Lage, unbemerkt das kaiserliche Konservatorium zu gelangen. Ihr Geheimgang führt durch die Kanalisation, rechts vom Haupteingang. Okay. Das wissen wir jetzt, dass es so ist, ne? Aber hier wäre doch gar keiner reingekommen. Die steht hier. Wer hätte ihr
Ich denke nicht drüber nach. Ich denke nicht drüber nach. Nein, 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 ich denke nicht drüber nach. Und. Hui. So. Neben dem Haupteingang. Ich meine, alternativ wäre ich hier oben drüber gelaufen, ne? Das geht ja auch. Aber neben dem Haupteingang. Jetzt ist die Frage, können wir den irgendwie da weglotsen? Wartet mal. Ah, da ist noch einer, guck mal. Ah. Und das ist nicht der Geheimgang. Ich weiß, ich weiß. Ich muss also... Und der steht bestimmt genau... Ach, der steht genau im Torbogen. Okay. Gut, dann probieren wir mal, dass wir die Typen da oben wegkriegen. Irgendwie. Okay. Hier ist nichts weiter. Okay, das war gerade knapp. So, ich hätte gesagt... Hey, was war hier los? Alles in Ordnung. Psch. Alles super. Alles wunderbar. Okay. Gut. Oh, das mache ich so. Das ist in Ordnung. So, es gibt hier einen Haupteingang. Für die Schmuggler. Richtig? Schmuggler, bla bla. Ihr Hauptgeheimer führt durch die Kanalisation rechts vom Haupteingang. Wer pfeift? Huch, so. Jetzt warten wir mal, bis wir den... Wobei, wartet mal. Nein, falsche Taste. So. Komm mit dir. Super. So. Okay. Rechts neben den Haupteingang, Kanalisation. Rechts neben den Haupteingang. Da, ne? Oder? Rechts neben dem... Da ist ein Gang. Aber wie komme ich da rein? Oder gibt es hier noch irgendwas? Nö. Bin ich blind? Ich glaube ja. Hä? Och bitte.
Wie kriege ich das weg? Ich krieg das nicht weg. Na super. Umsonst das Geld ausgegeben. Es sei denn... Es sei denn, es ist... es ist da oben. Ah, warte mal. So. Ist hier irgendwas? Nee. Es sei denn, wir müssen hier oben erstmal durch den Haupteingang durch. Das ist ein Baum. Oder ist hier irgendwas mit Kanalisation? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Okay. Vermutlich ist es hier. Sie werden ins Lüftungssystem gelangt. Keine Ahnung. Aber sie kam aus dieser offenen Luke in den Hof gekrabbelt. Ich glaube, es gibt jetzt nur noch eine lebende Hexe in der Zelle im Keller. Unsere Therapie hat sie ziemlich dezimiert. Hast du die Leiche durchsucht? Noch nicht. Bruder Cardoza wird sie persönlich untersuchen. Ihr Tod dient dem Orden mehr als ihr niederträchtiges Leben. Wahre Worte, Bruder. Wir müssen diese Lüftung überprüfen lassen. Es darf nicht noch eine verzweifelte Ratte versuchen, da durchzukriechen. Mhm. Mehrere Hexen werden im Keller des kaiserlichen Konservatoriums gefangen gehalten. Eine von ihnen wurde auf dem Hof getötet, nachdem es versucht hatte, durch einen Luftschacht zu fliehen. Okay. Okay. Wo ist er denn? Wo ist er hin? Ach, du Heiliger. Sieht er seine Kumpels nicht? Hallo? Nö, er sieht seine Kumpels nicht. Okay. So. Brüder, auf Anordnung des reisenden Vizeaufsehers werden ab sofort alle Patrouillen in Syriagärten verdoppelt. Frevelerische Schmuggler missachten unsere Quarantäne und schleichen sich in den Distrikt, um ketzerische Güter zu entwenden. Wie es schon in den Geboten heißt, uns stete Füße lieben es, Grenzen zu überschreiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass solch lästerliche Gegenstände das Gebiet verlassen. Bleibt wachsam, führt diese Eindringlinge ihrer gerechten Strafe zu, Bruder Videl. Okay. Hier geht's nach unten. Das ist aber links, nicht rechts. Oh, hier sind Hundetüren. Okay, leere. Okay. Glück gehabt. So, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite gucken. Das ist der Haupteingang. Hier geht's auch runter. So. Da haben wir eine Wache. Da ist die Wache am Tor. Und hier unten haben wir nur Ratten. Okay. Ich könnte mal anklopfen. Ob das hilft, ist eine andere Sache. Armeen von uns auf der Straße, in Kanälen, alle hat
Angst vor uns? Das war eine schöne Zeit für euch, würde ich mal sagen. Aber die ist leider vorbei. Wo geht's da oben hin? Nix. Metallmann, Messerende. Füße trampeln über Metallboden. Vorsicht, Jagd beginnt. Hör nie auf. Das wäre hier möglich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist die komische Wache hier, oder? So. Ach. Oh. Mein Fehler. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen. Und tschüss. So. Irgendwo lacht eine Hexe, aber ist egal. So, da hinten ist ein Mülleimer. Den wissen wir, denke ich mal, gepflegt zu nutzen. Ja, bitteschön. Danke. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt ein Folgenbräuschen. Es hat leider ein bisschen gedauert. Ja, sorry. Aber dafür... Dafür haben wir hier die Ecke jetzt frei und wir können uns dann in der nächsten Folge komplett zu Kuratoren machen, ne? Genau. Bis dahin, euer Firefox.